Leute, was geht? Wir reagieren auf ein neues Video und zwar von den Jindoys. Das Video nennt sich Hallo, hier ist Baba. Hier ist Baba. Hier ist Baba. Okay, los geht's. You waste my time. Ein neuer Tag beginnt. Jetzt geht. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Ich zu Nada et. Wie der gute alte Eugene Krebs sagen würde. Trainiert gerade. Bitte sag mir nicht, ich muss. Hör auf zu spenden! Ich reagiere doch gerade, Bro! Ich glaube, ich muss rüberklettern. Oh, ich muss doch nicht rüberklettern. Bisschen mit Schwanger klettern. Kennt ihr noch? Ich sehe es nicht da, Chat. Könnt ihr einmal süß schreiben? Nada hat geatmet. Und was haben wir gesagt, wenn Nada kickt? Einfach sagen, krasser Kicker. Keine Pausen, heute ist eigentlich Wochenende, aber... Meine T-Shirts sind in der Wäsche, Digga. Ich kann jetzt keine anziehen. Hat der, ey, hat er ausverkauft heute? Hat er ausverkauft? Trainiert trotzdem. Sehr stark. In wie vielen Minuten? Nach einer Stunde. Stark. Baba, Gratulation an der Stelle. Walla, freut mich. Hat aber gedauert. Scheißegal, Hauptsache ausverkauft. Freut mich wirklich. Walla, freut mich. Ey, hallo Amerika. Eine Beziehung zeigt sich erst dann, wenn es schlechte Zeiten gibt. Und Gott sei Dank, egal was für Schwierigkeiten kommen, wir halten zusammen. Das Wichtige ist, wenn du Stress hast, es nicht an deinem Partner auszulassen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ja, hätte ich euch mal vor 3-4 Jahren kennengelernt, dann wäre ich heute auch noch in einer glücklichen Beziehung und wäre vielleicht verheiratet. Aber ist es nicht, deswegen lass mich mit diesen Messages in Ruhe, ich werde alleine sterben, danke. Ja, manchmal kennst du das, man ist so böse, aber man ist gar nicht auf den anderen böse, aber man lässt es aus Versehen an den anderen aus. Aber das ist nicht gut, weil Wallah, so entsteht Streit. Ne? Ja, Mann. Ey, wir gehen jetzt erstmal Matcha trinken. Was ein Matcha? Matcha. Was sind die Inhaltsstoffe, Luisa? Grün. Leute, ich bin schon seit 180 Tagen schwanger. Nur noch 100 Tage. Du bist seit 180 Askal, du Muruk. Tagen schwanger? Über 3 Monate. Am 23. Oktober kommt sie. In 100 Tagen ist sie da, ja? Matcha. Nein. Cappuccino. Wow, dieses Kaffeetrinken hat mich sehr motiviert, einen Eistee zu trinken. Und zwar von der besten Marke Deutschland, Suchtee. Wow, Suchtee, ich liebe dich. Chris mit einer Fünferbombe. Chris, sag YouTube Hallo. An der Stelle, Jungs und Mädels, das ist Chris. Er hat gerade 5 Subs auf Twitch verteilt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal im Stream dabei sein. Würde mich sehr freuen. Hi. Man denkt's Chris, ne? Wegen Pusten. Es war schön mit dir. Geh jetzt zum Training. It's time to say goodbye. Wir sehen uns, mein Perle. Schnipp mich nicht! Wenn einer Faxen macht, ruf Polizei. Hey, hast du Hunger? Ja. Was willst du essen? Egal was. Wie egal was? Willst du Scampis essen? Nein. Dann sag nicht egal was. Wenn man dich fragt, was willst du essen, musst du schon ehrlich antworten. Ja, okay. Döner. Boah. Ich war jetzt die letzten 3 Tage in Berlin, Digga. Und Berlin hat den besten Döner der ganzen reichsten Welt, Digga. Wallah. Liebe Grüße gehen raus an Haji Baba, an Balle, an diesen Rüya, Imren. Ich erzähl euch eine kleine Story, Digga. Wir haben zum Frühstück Döner gegessen, bevor wir mein Auto abgeholt haben mit Ozan und haben für Jones einen Döner mitgebracht. Haben es im Koffer, wollten Jones abholen und er hat uns dann abgesagt. Er ist dann später nachgekommen. Seinen Döner haben wir ins Kofferraum getan. Ozan meinte, Junge, isst doch und so. Ich so, nein, ein Döner ist zu viel. Und Walla Billa, sogar gestern, ich hatte so Hunger, ich habe an diesen Döner gedacht. Bro, Berlin hat den besten Sexmann auf dieser Welt, Mann. Schön so, okay, Digga, Walla. Döner. Ja. Kommt das von dir oder kommt das von ihr? Von ihr. Woher kennt sie Döner? Hallo? Ja, hier ist Baba! Baba. Woher kennst du Döner? Mit Knoblauch willst du? Viel Rotkohl? Okay. Ich will einmal komplett ohne Rotkohl mit Knoblauch und scharf. Bisschen Mundgeruch kenn ich doch. Normalerweise muss man Döner komplett nehmen. Tiki, da war ich noch nicht. Okay, mein PC dreht gerade durch. Du wisst Bescheid, aber heute hatte ich irgendwie keine Lust auf Rotkohl. Aber Baby wollte so Rotkohl. Hör auf, ohne schon, Alter. Kennst du diese? Irgendwas, Döner. Denn Döner macht schöner! Döner macht schöner. Weiter weiß man bei diesem Lied nicht. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Stimmt, dabei was. Döner, genau, ein Döner. Steig mal jetzt ins Auto, du Döner. Wallah, was für ein Döner. Wow. Steck ein, mein Perle, steck ein. Dieser Döner war ein Erlebnis. Wallah, ich kam mir vor, als wäre ich in einen Dschungel reingegangen. Erst kam Rotkohl vom Himmel. Dann kam Fleisch von Seite. Dann kam die Soße aus dem Boden. Wow. Jetzt brauche ich ein Getränk. Ich habe eine Idee, Luis. Ich wurde immer gemobbt, immer Döner.
Ey, gerade hat doch in der Klasse was zu lachen, Digga. Ich wünschte, ich hätte auch in meinem Freundeskreis einen Jungen, der Ömer hieß. Ömer! Sei froh, dass du nicht Enes heißt, Digga. Auf Enes gab es auch ein schönes, na egal. Eine miese Idee. Miese Idee mit bisschen Romantik gemischt. Wir gehen uns Limo holen. Ja. Ja, mir ging's aber auch nicht gut. Mich haben die immer Chang genannt. Und wir machen ein bisschen Romantik. Wir gehen in diese romantische Waschanlage. Okay. Döner mit Schaf, Wallah, du hast übertrieben. Ich habe diesen Döner vor 15 Minuten gegessen, ich brenne immer noch. Meine Nase brennt. Wenn meine Nase brennt, dann brennt das Kind auch. Hast du deine Frauenärztin gefragt, ob du einen scharfen Döner essen darfst? Zahn ab. Wow! An der Stelle, Jones macht das auch immer. Ich weiß, es juckt keiner, aber trotzdem, egal, scheiße. Mach das nicht, das ist gefährlich, Mann. Ab. Nein. Ey, wa. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Touch the sky. I can run, run away. Trigger mich nicht! Run away. Think I'm fly, we can fly. Jones macht das mit seiner Nase. Ey, zu Jones könnte sowas privat nicht sagen. Wir lachen unter uns, wir machen so, ich witz, aber ihr dürft das nicht. Fly away. Wie krass ist das Land? LSD-Trip? I believe I can fly. Slowly. I'm the please don't waste my time, 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 time. Justin Bieber? Shady is my eeny, meeny, money, whatever. Whoa, she giving him a close-up. Ey, what? Ist der Rabe. Hallo, ich will mich nicht als Justin Bieber Fan outen. Hallo! Ruhe! Und letzte Mal? Ey! Nicht du! Heute ist ein besonderer Tag. Die Jalousien kommen. Falls ihr nicht wisst, was Jalousien sind, das sind so Dinger, die alles dunkel machen. Danke. Ey, bin ich blind oder kommt da ein bisschen Licht durch? Da kommt ein bisschen Licht durch. Luisa, ich hab dir gesagt, stockdunkel. Stockdunkel. In diesem Schlafzimmer kann ich nicht schlafen. Not my business. Not my business. Hauptsache Bubu und ich können schlafen. Was auch zu Digga mit Bubu, Digga. Okay, dann schlaft hier, ich schlaf in einer anderen Wohnung. Period. Wildes Bett, sehr wild. Hallo, 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 du sollst hier nicht rumspringen mit dem Kind. Das hab ich dir 1000 Mal erklärt. Baby, schuppe, baby, schuppe. Ja, süß in den Chat, könnt ihr gerne machen. Los. Los, PC, spring endlich in die Luft. Baby, Mami, Schatz. Ey. Was? Du hast was vergessen. Was hab ich vergessen? Es ist Mila-Time. Oh nein. It's Mila-Time. Schwing grad jetzt nicht, Mann. Ey, was machen wir heute eigentlich mit Mila? Ich meine Vision. Mona Lisa, Pablo Picasso, Anciuini, Cantellini, Tortellini. Wir zeichnen heute. Jetzt. Boah, Tortellini. Zeichnen. Wir malen, wir machen Kunst. Pablo Picasso war doch mein Dings in meiner Parallelklasse. Nedde, du nimmst nur so Nedde! Dunkle Farben. Da schön, rosa schön. Ey Nedde, ich glaube, das ist voll teuer, dieser Künstlerladen. Luisa, wenn du Künstler bist, ein Künstler muss investieren. Du hast keine Ahnung von Kunst. Die sind gut, mit denen habe ich früher mal in der Kunstschule gemalt. Du kleiner Lugnerin, ey. Fängst du schon an mit künstlerisch sein? Ja. Ich wollte nur gucken, ob meine Nägel sauber sind. Dürfen wir so nach Hause fahren? Wallah, komm, wir gehen schnell. Ich glaube nicht. Ey, wa. Schumila, wie geht's? Wir müssen schnell nach Hause, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Weil du heute Pablo... Es ist schon wieder passiert, Digga! Hat dir egal, was dieses Kind von sich gibt, ich lache, Bro! Ich konzentriere mich jetzt. Du Picasso bist. Was ist das? Mila, sag mir nicht, du kennst nicht Pablo Picasso. Was glaubst du, was es ist? Pokémon? Mila... Pablo Picasso hat nichts mit Pokémon zu tun. Ey, wa. Oh, Mona Lisa. Walla, wir waren einfach vor diesem Bild in Original. Alle stehen da für dieses Bild. Einerseits denke ich mir, okay, krass. Einerseits, wie dumm sind wir eigentlich? Sollen wir Mona Lisa zeichnen? Nedde! Nedde! Ich habe das schon 5-mal gezeichnet. Besser sogar. Nein, ihr sollt das nicht zeichnen. Das dient nur zur Inspiration. Einmal das Meer. Und wir malen das. Wer das schönste Bild malt, hat natürlich gewonnen. Alles ist bereit. Meine Leinwand. Milas Leinwand. Sehr kreativ, Digga. Ich frage mich jedes Mal, was wollen die in den nächsten Vlogs machen, damit die so Content haben. Aber die finden jedes Mal aufs Neue was. Voll das geil. Leinwand, Luisas Leinwand. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Ich bin natürlich auch bereit. Möge der beste Maler gewinnen. Mila.
Ein Meisterwerk. Walla 1 zu 1. Der erste Künstler, Nada Piccolini. Votet in den... Oh, auch nicht schlecht, Lamm. Frag mich mal, wie krass künstlerisch begabt ich bin, Chat. Ich sag euch mal, was für ein Pro-Typ ich in der Schule war. Ich habe immer andere zeichnen und malen lassen. Liebe Grüße nochmal an Janina an der Stelle, die meine Hausaufgaben gemacht hat, die Frau für alles war. Bruder, Alter, Walla, mein Leben ist doch eine Lüge gewesen. Ich kann nichts, Moruk, ich kann gar nichts. Ihr kennt diese einfachen Bilder, wo du so Wiese malst, dann so Vögel schwarz, bisschen Sonne, das war's. Das ist das Einzige, was ich in meinem Leben mache. Ich kann nicht malen, Bro. Ich kann nichts. Im Kindergarten hatte jeder so eine Mappe bekommen fürs Malen, ich habe nie gemalt. So traurig, Walla. Ich kann nichts. Kommentaren, für mich die Endziffer 1. Hier sind wir die Nummer 2, Nila Camparecci. War das für mich? Ich habe einen Künstler. Jetzt kommt Nummer 3, Luisa Penepolo. Votet für mich mit der Endziffer 3. Also ihr wisst Bescheid, in die Kommentare 1, 2 oder 3. Aiwa. Oh Bella Ciao. Du kannst ausverkaufen, ja, immerhin. Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ciao. Eliano. Ein neuer Tag, ein neues Spiel von Nada. Los, kick ihn! Los, Chat! Nada krasser Gegner, schreib's rein, komm! Los jetzt! Ja, danke, perfekt. Oh. Richtig? Danke, Chris. Ja! Wie fanden Sie das Spiel? Ja, war gut. Mein Perle war zugucken. Ich habe ein Tor für mein Perle gemacht. Ein Tor auch vorbereitet. Ist ganz wichtig, dass man gewonnen hat. Insta-Flancing Balance, Sexy Balance, Insta-Flancing Romantik. Spielanalyse so? Dynamik Balance. Hey, wow. Super Moderatorin. Super Spieler. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid eingeschlafen. Gutes Video. Walla hat Spaß gemacht. Sehr gutes Video. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Jindoys Videos reagieren, dann gibt es mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder. Okay, tschüss. Los, explodieren. Ich habe nicht gesagt, explodieren.